Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Downpour und dem Beagle. Leute. 39%, obwohl ich schon so viel Quests gemacht habe. Passt mal auf. Und zwar folgendes. Ich habe diesen Zettel bei dem ersten Band gefunden. Und das war der entscheidende Hinweis, der mir gefehlt hat. Mein Liebes. Mami hat einen neuen Weg für dich nach Haus festgelegt. Denke mal an die Regeln. Gelbe Schleife geht nach links, rote Schleife geht nach rechts. Ich weiß, dass du manchmal verwirrt bist, also sei Mamis größtes Mädchen und halt nach den Schleifen Ausschau und alles geht gut. Wenn du, was du auch tust, brich nicht die Regeln. Mami wartet zu Hause auf dich. Küsschen, Mama. Okay, links. Jetzt soll ich direkt nach links gehen. Das funktioniert aber doch gar nicht. Jetzt ist es natürlich sehr ungünstig, dass es pieselt ohne Ende. Wo komme ich nochmal dahin? Zum Park meine ich jetzt. Hier nicht, das ist mir klar. Ja, ein bisschen ungünstig mit dem Regen, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht jetzt einmal kurz in die Galerie vorbeihüpfe. Und dann erst mit euch. Nach dem Mädchen such. Weil irgendwo hier müsste die Galerie sein, wenn ich mich nicht vertue. Einschließlich diesem hochaggressiven Scheißkackmonster. Wir gehen da mal hin. Ja, wir gehen aber jetzt mal kurz hin. Und dann können wir immer noch zurückgehen. Na? Ich habe hier was übersehen übrigens. Nee, hab ich gar nicht. Sag mal nicht, du stehst jetzt da drin, wo ich eigentlich hin möchte. Na egal. Du kannst nicht ewig ignorieren. Was kann ich denn nicht ewig ignorieren? Ich kann meiner Ansicht nach sehr viel ignorieren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe fünf... dieser blutige Stuhl da, ne? Ich habe jetzt 5 Gemälde. 1, 2, 3. Kann ich denn... Warte mal. Funktioniert das nicht? Ich meine, irgendwas muss ich doch mit den Gemälden machen können. Hm. Ich verstehe es nicht. Sicherheit, Wunder, Sonnenaufgang, Verzweiflung. Hoffnung, Freiheit. Das ist es nicht. Das ist nicht die Antwort. Aber wo hier in der Galerie will sie denn die Bilder dann aufgehängt haben? Wenn nicht hier. Ah. Warte mal, habe ich vielleicht einen Zettel übersehen? Kann das ist? Wartet mal. Weil ich habe auch keine offizielle Questline dazu bekommen. Was mich auch irritiert. Ich habe zwar die Gemälde gefunden und alles, aber eine offizielle Questline habe ich echt nicht dafür bekommen. Vielleicht habe ich wirklich irgendwo einen Zettel übersehen. Weil es startet ja wirklich nur, wenn ich... da geht's in den Keller. Das wusste ich nicht. Das habe ich beim letzten Mal eiskalt übersehen. Ach, herrje. Da kann ich nichts dran machen. Ist okay. Ist hier irgendwas für mich drin an Information? Wie viel Wasser die hier gebunkert hat? Ding, 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 ding. Okay.
Wo muss ich die denn hinhängen? Nee, wo muss ich die hinhängen? Hier? Warte mal. Ich meine, irgendwas muss ich doch hier bestimmt machen können. It's a piece of the map. Piece of the map, ja. Yeah. Warte mal kurz. Ah! Ah! It's a piece of the map. Funktioniert nicht. Ja. Nein. Another map piece. Another map piece. Ja, ist gut erkannt, Murphy. Nein. Das gehört aber auf jeden Fall zusammen. Also ist die Chance gegeben, dass das hier zusammengehört. Inventar öffnen. Ich pack das mal nach da oben einfach, damit ich eine Orientierung habe. Das ist auf jeden Fall falsch. Egal, ich mache jetzt erstmal. Aber auch das ist nicht richtig. Nee. Pack das erstmal hier hin. Ja, ich weiß. Schon irgendwas regeln. Ich pack dich mal nach hier unten, in der Hoffnung, dass mir das was bringt. Kann ich das hier nach da oben? Ja. Ist danach da? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Inventar öffnen. Letztes Gemälde. Nee. Scheiße, wusstest du. Ah. Ich dachte gerade schon. Zum Map. Die mir was sagt. Folge dem Weg des. Ja, ja. Frage im Kloster nach. Ich habe übrigens, ja. Ich habe übrigens, noch ein Vögel. Zwei Vögelchen gefunden. Ne, eins haben wir gemeinsam gefunden, eins habe ich alleine gefunden. Ich bin auf der Suche gewesen nach dem, Ursprung-Dings, wo die Bänder beginnen mit dem Mädel. Und stand dann da so und dachte mir, ach Mist, ich glaube gleich regnet's. Und da zwitscherte es mir so von der Seite an. Was soll mir die Map denn sagen? Ich weiß es einfach nicht.
finde die fehlenden Gemälde, habe ich abgeschlossen. Aber was bringt mir das? Warte mal. Hat er mir das vielleicht eingezeichnet? Mit einem dicken, fetten X? Nö. Nö, nö. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mir das sagen soll. It's a map. Wäre super, dass es eine Map ist. Da ist eine Kreuzung, eine Biegung. X marks the spot. Schön. Aber das ist mir irgendwie zu doof. Ich check's einfach nicht. Vielleicht bin ich gerade wirklich... Wisst ihr, auf der einen Seite... Auf der einen Seite kriege ich manche Sachen gelöst, ohne dass das Spiel mir auch nur ansatzweise einen Hinweis gibt. Oder ich habe den Hinweis übersehen und löse mir das selber. Und dann, ja. Legt die Bilder in die richtige Reihenfolge und geht dann zurück zur Kirche. Links durch deinen Eingang und die Treppe, was? Ah ja. Welche Kirche? Warte, wo haben wir hier eine Kirche? Oh Gott, Murphy, nein. Tu das nicht. Monroe Cemetery, St. Maria's ist aber... Ist das die Kirche? Das ist aber doch keine Kirche, Leute. Kino, Logan's Park. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach das Mädchen suchen. Irgendwann werde ich schon noch rausfinden, was das ist. Weil ich kann mit dem Hinweis, geh zur Kirche, echt absolut gar nichts anfangen. Weil entweder habe ich die Kirche noch nicht gefunden oder keine Ahnung. Aber ich habe mir sagen lassen, dass ich alle Nebenquesten soweit jetzt schon lösen könnte. Keine Ahnung. Muss vor dem Monster jetzt irgendwie weg. Irgendwo hier liegt ein Medikit rum. Aber das Monster macht es mir ein bisschen schwierig und ich habe keinen Bock, gegen das Monster zu kämpfen. Ich hoffe, dass all die Nebenquests, die ich jetzt im Moment gemacht habe, schon dafür ausgereicht haben, wenn ich ehrlich bin, um mein Dings wieder positiv zu machen. Schluck auf. Das Ding umdreht sich nämlich auch nicht. Es wechselt auch nicht. Oh no. Bitte sag mir nicht, das Spiel ist abgestürzt. Nicht nur mein Spiel ist abgestürzt, meine PlayStation ist komplett abgestürzt. Cool. Ja, dann bis gleich. So ein neuer Versuch. Es hat wirklich die gesamte PlayStation gekillt gehabt. Ich habe übrigens auf dem Symbol, auf den Bildern, und da habe ich gar nicht drauf geachtet, als ich die zusammengesetzt habe, weil ich die Bilder nur richtig zusammensetzen wollte, Symbole gefunden. Ich habe mir die jetzt mal markiert und aufgeschrieben. I don't know. Ich konnte sie echt schlecht erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, es stürzt mir jetzt nicht wieder ab. Das wäre sehr suboptimal, weil ich möchte gerne diese Folge, so zumindest diese Quest schaffen und die mit dem Mädchen. Ich würde sagen, wir gehen von ihr aus mal durch die Tunnel, auch wenn ich das echt ungern mache. Aber wir müssen nach... Wie heißt das denn da?
Ah, ja, ja, nein, 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 alles gut. Beruhig dich. Oh, okay. Danke. Ja. Tschüss. Er läuft mir hinterher, ne? Der kennt nix. Alter, was bist du denn so hochaggressiv? Geh! Geh! Verzieh dich, Junge, verzieh dich! Hat er jetzt die Schnauze voll gehabt? Ich hoffe es. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang gerannt bin. Ach, toll. Danke, Monster. Ich musste auf die andere Seite hin, aber sei es drum. Ich will aber nicht wieder zurückrennen. Der ist bestimmt noch da. Ja, sag ich doch. Scheiße, Mann. Ja, ja. Jetzt hat er die Schnauze voll gehabt. Ich bin so oft bei ihm reingestimmt und wieder weggerannt, dass er sich gesagt hat, nein, ohne mich. Ohne mich. Du kannst mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Jetzt folge ich dir. Ich meine... Oh, da ist eine Olle. Ich muss da aber hin. Schrei mich nicht an, du Kuh. Tschüss. Nein, ich bin auch noch falsch gerannt. Ich war richtig da hinten. Na? Ach, komm her. Au! Warte mal. So, und jetzt gehe ich einfach. Er steht da auch noch rum. Sag mal, nein, geh! Ah nein, nicht wieder zurückgehen. Danke. Schweine. Nee, ich glaube, ich muss durch diese Tür, oder? Nee, die ist abgeschlossen. Na gut, ich hab's verstanden. Dann war es hier die vorne. Genau, und da muss ich nach, wie hieß das? Castain Heights muss ich hin. Da war das nämlich, meine ich, wo es zu St. Maria's ging. Hopefully. Bin ich jetzt richtig? Yep, ich bin richtig. Und ich meine, die Tür war auch auf. Meine ich. Und hier war nicht das Puppenvieh. Meine ich auch. Das war bei Hillside, meine ich. Ich meine so viel und bin mir nicht sicher. Traurig, ne? Muss ich hier nicht durch Klos raus? Genau, hier muss ich durch Klos raus. Und die Angel für den Obdachlosen muss ich auch noch finden. Boah, ruckel dich tot. Murphy? Danke. So. Also. Sowohl das eine als auch das andere ist jetzt richtig, aber ich gehe erst hier hoch Richtung St. Maria's, weil da, wo die Kreuze sind, gehe ich davon aus, dass das mit Kirche gemeint ist. Weil anderes würde keinen Sinn machen, wenn ich ehrlich bin. Das machen wir jetzt mal. Ich bin neugierig, was ich bekomme, wenn ich das mache. Und danach gehen wir ganz schnell noch zu dem Mädchen. Sorry, ich habe irritiert. Kennt ihr das, wenn man eine Mail kriegt und total irritiert ist? Ich hatte nämlich was bei eBay gekauft und war total easy, alles gut, ne? Und jetzt habe ich eine Nachricht von der Verkäuferin bekommen, wo ich schon die Versandbestätigung bekommen habe. Ich bin irritiert, aber ich habe noch 10 Minuten und dann lese ich mir die Nachricht durch. Gibt es hier irgendwas Feines für mich? Nö. Was gibt es denn hier? Eine Vase? Was wollen die mir immer sagen, dass ich die Vase benutzen soll? Ah, was ist das hier? Oh, da geht's runter. Oh, da... Oh, okay. Er speichert. Ich bin
Sieht ein bisschen creepy aus, wenn ich ehrlich bin. Oh. These are the same symbols from the map. Die Doppelfische waren da und das da. Ach, da ist ein Monster! Alter. Ich habe ihn gehört und es nicht zur Kenntnis genommen. Oh, holy crap. Kann ich hier durch? Nein. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Das war alles? Dafür bin ich jetzt hier reingegangen? Und hab mich von dem Ding prügeln lassen? Was? Was war das gerade hier? Öffnen. Wie öffnen? Was öffnen? Murphy, das ist pietätlos. Nicht im Ernst. Ich hab Krone wieder. Ein Medikit, danke. Das war ehrlich pietätlos und scheiße, weil da oben ein Monster ist. Danke. Na, du Kriecher? Du bist eine ganz schön... Ah! Hau mir doch nicht aufs Maul, du Penner. Ich gehe jetzt einfach. Oh. Keine Ahnung, ob sich das jetzt rentiert hat, aber sei es drum. Okay, jetzt will ich zum Pier. Das war hinten durchs am Kino vorbei, ne? Mhm. Das schaffen wir noch. Wie viel Statistik? Noch habe ich genug. Und dann müssen wir das Kino noch lösen und die Vögel machen. Ich weiß nicht, ob ich die Vögel auch irgendwo ganz am Anfang suchen muss. Also da, wo ich halt war. Zum Beispiel hier bei der Polizeistation oder wo das Fenster mit der Eulen war. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie wird es darauf hinauslaufen, dass ich vermutlich die halbe Stadt absuche. Ich mache das dann aber off-cam, wenn ich ehrlich bin. Das muss nicht sein. Und dass wir das mitmachen, dass ihr das auch mitmachen müsst. Dann suche ich die halt alle beisammen. Und gut ist. So, ist hier das Kino? Geht es hier in Richtung Kino? Nee, da vorne geht es Richtung Kino. Ja, mach auf, Murphy. Lauf. Habe ich das Gefühl, dass je mehr Nebenquests ich schaffe, umso aggressiver die Monster werden? Sind die nicht zufrieden damit, dass ich ein paar Bewohnern hier ein bisschen Frieden schenke? Offensichtlich nicht, also... Das machen wir nächste Folge mit dem Kino. Ich glaube, dadurch, dass ich die Lampe jetzt habe, kann ich das auch machen. Glaube ich, zumindest. Warte mal, bin ich überhaupt richtig? Nee. Damit. Hier bin ich gar nicht richtig. Ich will das mit dem Mädchen jetzt noch schaffen. Komme, was da wolle. Wo war denn jetzt? Ich müsste, ja, folgt den Bändern, bla bla, ich weiß. Habe ich mir nur selbst vorgelesen. Es müsste aber irgendwo hier vorne gewesen sein. Da, ja, genau, an diesem Pawnshop oder was auch immer das jetzt sein soll, vorbei. Das ist schon richtig so. Hier rein. Aber ich verstehe nicht, wenn sie blau meiden soll. Wieso geht's dann Richtung Pier? So im Generellen.
Es sind immer blaue so gestreut, damit sie ja nicht in die richtige Richtung gehen kann. Hat sich da jemand richtig Unfug mit dem armen Mädchen erlaubt? Das wäre traurig, wenn ihr mich fragt. Darunter. Und da ist ja immer noch dieses Höhlenmenschenmonster. Ist mir aber egal. Wo war es jetzt gleich nochmal? Glaube ich hier, ne? Ja, da vorne. So. Also das ist doch nicht ihr Zuhause. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, ist sie nämlich ihr Zuhause da hinterm Kino. What the hell? Okay. Mir fehlen noch zwei Piepmätzchen. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich könnte eine Vermutung haben, in welchen beiden Bereichen sie noch sind, wenn sie nach Bereichen gehen. Aber das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich finde das vermisste Mädchen. Oje. I think this is an address in town. Da steht. Finde das zu Hause. Ich habe den. Ist der Boden Pierce gefunden. Ich fürchte das Schlimmste. Ihre Adresse ist irgendwo auf der Lemon Street. Das ist da bei dem Kino, sag ich doch. Ich würde auch gerne in der Zitronenstraße wohnen. Klingt cool. Von mir aus auch dann eingeenglischt in Lemon Street. Aber hier in Deutschland wird das eher nicht passieren. Also wäre das hier die Zitronenstraße. Immer noch besser, als wenn man in der Birnenstraße wohnen würde, ne? Oder in der Apfelstraße. Die Orangenstraße wäre auch was, wenn ich ehrlich bin. Oder stellt euch vor, ihr wohnt so cool, dass ihr in der, in der Granatapfelstraße wohnt. Das wäre auch ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Da. Ich habe jetzt noch eine Minute. Bin ich so schnell? Rennt Murphy schnell genug, damit wir diese Minute effektiv benutzen können? Oder wird er es nicht schaffen? Der Countdown läuft. Murphy, renn! Hier lang. Muss ja wieder zum Kino zurück. Da lang. Rein mit dir. Wir haben noch 56 Sekunden. Du musst in 56 Sekunden da sein, wo ich hin möchte. Renn, Murphy! Renn! Am Kino vorbei. 44 Sekunden, Leute. Es wird spannend. Es wird richtig spannend. Schafft Murphy es oder nicht? Wir müssen noch die ganze 36 Sekunden. Murphy! Murphy! Schaffst du es oder nicht? Jo, ich habe noch 25 Sekunden, um die Tür aufzuschließen. Komm, Murphy. Murphy, wir schaffen das. 19 Sekunden. Komm, 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 Murphy, 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 Murphy. Gegen den Timer. Oh nein. 10 Sekunden. Nein. Bam. Tür ist exakt mit dem Timer aufgegangen. So sieht's aus. Aber das gucken wir uns jetzt trotzdem nochmal an. Wow.
Wow. Das war jetzt übrigens nur für mich so gedacht, ne? So, oh mein Gott, der Timer, haha. Was haben wir denn da? Ich habe es getan. Ich kann es nicht mehr tragen. Gott weiß, dass ich versucht habe, ihr ein glückliches, normales Leben zu ermöglichen. Aber ich bin müde, erschöpft und ich ertrage es keine Minute länger. Die Leute werden mich verurteilen, mich ein Monster nennen und sich fragen, warum ich es getan habe. Aber solange sie nicht mit einem Kind wie ihr gelebt haben, können sie nicht wissen, unmöglich wissen, wie schwer es ist, jeden einzelnen Tag, jeden Moment. Es wird niemals normal sein. Ich habe eine Lüge gelebt und es ist Zeit, aus dem Albtraum zu erwachen. Ich habe alles gegeben, was ich geben kann. Es ist Zeit für mich, mein Leben für mich zu leben. Versucht mich nicht zu finden. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Mein neues Leben beginnt heute. Vergib mir, Amy. Du bist so eine beschissen... Was? Verschwunden. Habe ich dem Mädchen jetzt wirklich geholfen, oder? Das war jetzt ein bisschen unheimlich. Was ist da passiert? Möge das der Geist des Mädchens... Oh. Medik. Das autistische Kind hat dich so fertig gemacht, dass du dieses Kind umgebracht hast. Mögest du Bitch auf der Straße umgekommen sein, ehrlich. Leute, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist widerlich. Das ist wirklich widerlich. Naja. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir haben die Quest gelöst. Das Ende war jetzt natürlich sehr bitter. Die eigene Mutter, ey. Die eigene Mutter. Na gut, dann gucken wir nächstes Mal das Kino an. Nach dem Kino werde ich mal versuchen, noch die letzten Vögelis zu finden. Damit das weg ist. Und dann können wir straight, glaube ich, komplett die Haupthandlung durchmachen. Was cool ist. Speicher. Speicher. Speicher schneller. Danke. Ich glaube, was wir echt effektiv haben, was die Nebenquesten angeht. Die Nebenquesten sagen, wir haben 9 Nebenquesten geschafft. Ich glaube, 12 gibt es und 11 kann man in dem ersten Runden machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Die Anderswelt. Ja, daran hat sich jetzt zum Glück jetzt nichts geändert. Okay, also, haut rein.